Flight slow. Flight slow. Flight slow. Ja, das ist der Blackbox Simulation A330. Flight slow. Flight slow. Kommt irgendwie nicht von 150 km. Flight slow. Ich gebe jetzt nochmal Speed Brakes raus. Flight slow. 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 50. 40. 30. Retard. So. Schon ein mit dir. Hauptfahrwerk ist unten. Eine sehr weiche Landung. Okay, ich reduziere die Flaps. Geh auf Toga. Ja. Und wieder Speed. So, 0. Und 5000. Auch immer jetzt so warten. Keine Ahnung. War eine schöne Landung, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Leider bin ich mit dem Speed nicht runtergekommen, aber ich glaube, das war irgendeine Fehleinstellung im Autopilot, ehrlich gesagt, wenn ich das nicht ganz falsch mitbekommen habe. Er hat nämlich immer diese, ich habe 130 noch eingestellt gehabt, wobei er hat die irgendwie gehalten, warum auch immer. Komisch, aber zumindest mal versuche ich das unter Kontrolle zu bekommen. Aber von Landung her muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. So, kurzen Moment, bin gleich wieder da.
wir drehen. Wieder 30 Grad nach links. Oder sprich am Boden steht Air Berlin, Austrian Arrows natürlich, die gar nicht mehr Austrian Arrows heißen, sondern Austrian. Eine Turkish, noch viel mehr Austrian, eine Baron, eine A321 von Katar, wieder eine Turkish, Ryanair. Das ist, müsste aber, glaube ich, Linz sein. Das ist nicht... Oder sonst irgendein Flughafen. Wizz Air, Aeroflot, eine A330 von Turkish. Cherokee. Und dann sind wir auch schon wieder am Anfang. Jetzt müsste hier das Terrain... Mal das Terrain... ...in München neu einladen. Bis wir wieder einschwenken können. So. Muss ich noch ein paar Sachen einstellen. Sagen jetzt so vom Anflug her, vom Gefühl her, was ich hatte, war schon, also vom Flugverhalten her das Gefühl, dass ich ein Heavy in der Hand habe. Also es war sehr, sehr schön gemacht. Auch vom, also das Cockpit finde ich eigentlich auch so vom Gefühl her, hat man im Vergleich zum A320 schon das Gefühl, jetzt in etwas Größerem zu sitzen, rein vom optischen Eindruck, finde ich. Allerdings haben sie das Cockpit ziemlich genau vom A320 übernommen und es sind auch dieselben Knöpfe nicht funktionsfähig, also da kommt noch einiges an Arbeit auf sie zu, aber sie sie veröffentlichen immer wieder neue Screenshots, unter anderem jetzt im Moment immer vom Goodwin Cockpit vornehmlich. Also da sind sie schwer am Arbeiten dran. Ich hoffe, es kommt bald.
Apropos News, wer meine Facebook-Seite verfolgt hat, der hat gemerkt, dass ich News zu der PMDG 777 gepostet habe. Und zwar hat der Chef von PMDG, Robert Lambertzel, gestern, glaube ich, oder so, auf AVSIM in den Foren Screenshots veröffentlicht, und zwar vom virtuellen Cockpit. Und ich finde, abgesehen davon, dass natürlich die Screenshots wunderschön sind und ziemlich massiv Lust auf dieses Add-on machen, hat er noch was anderes gemacht. Und zwar, er hat unter den Beitrag geschrieben, dass die 777 so gut wie fertig ist und dass, wenn das jemand von PMDG mal in den so ein Wort in den Mund nimmt, dass es so gut wie fertig ist, dann denke ich, stehen die Chancen, dass das Ding in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, nicht so schlecht. Also ich denke, da können wir uns auf was freuen. Und das bringt mich auch gleich auf das nächste Thema, und zwar, ihr wisst ja, Let's Fly Around the World steht im Moment leider still, weil ich im Moment mich ziemlich auf die Livestreams konzentriere, weil die im Moment am meisten Spaß machen. Aber, ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich, sobald die PNG 777 rausgekommen ist, einen Einweihungsflug machen, und da würde ich, hätte ich ins Auge gefasst, von Hawaii, also von Honolulu, wo ich ja im Moment stehe, nach Japan mit der 777. Und das wäre jetzt mal angedacht. Ja, so viel dazu. Und wir reduzieren jetzt hier auf, also ich reduziere jetzt hier gleich auf die Approach-Geschwindigkeit. Kontrollieren wir das hier nochmal. Wir sind bereits bei 125. Ja. Gebe hier Flaps 2. Anflug, sind bei fast 130 Knoten. Ich gebe jetzt nochmal Flaps auf 3 und schalte den Autopiloten ab. Klappen dazu, sonst werde ich wieder zu schnell. Ich habe mal eine Folge von Pilot's Eye angeschaut, und zwar mit der A33.